Lisa, kannst du mal bitte was machen? Die nerven mich hier so ein bisschen. Hallo? Bitch? So, wir haben Baumkopf Holzforce getötet. Und wir haben dafür den... Was? Inif... oder... Was? Inifußbaum. In diesem Baum ist viel Magie. Das stimmt, eine Schriftrolle ist da drin. Boah, geil, eine Schriftrolle. So. Jetzt, wo wir die Schriftrolle haben, hat sich unser Questlogbuch aktualisiert. Jetzt gucke. Wir müssen zu Akara gehen und die uns was über die Schriftrolle sagen soll. Okay, machen wir mal später. Erst will ich aber noch zum Schwarzmoor gehen und mir da noch, oh, Trage, cool. Soweit ich weiß, war es das für ein Paladin. Am Blizzard nehmen wir auch mal ein Level up. Schön. Und ich will zum Schwarzmoor und da mir das Portal holen, damit wir später nicht mehr so viel laufen müssen. Liegt jetzt nicht daran, weil ich lauffaul bin, sondern es liegt eher daran, weil ich nicht Ewigkeiten mich durch zigtausend Monster wieder boxen will und dann wieder heißt, hey, wo ist denn das hier? In der letzten Ecke findest du es erst. Ne? So. Ich habe mir übrigens auch überlegt, als ich das SP angefangen habe, wird es langweilig, weil es ist mir selber, was ich hier mache. Aber nö, ist gar nicht so langweilig. Ich kann eine Menge Scheiße labern nebenbei. So, hier geht's zum Schwarzmoor. Da suchen wir jetzt das Portal und verpissen uns dann direkt wieder von hier. Ja, hier gibt es natürlich Zurückgekehrte, okay. Macht bei ihnen Sinn? Oh mein Gott, Nachtclan. Kleine Ähnlichkeit am Mondclan, mit Ausnahme, dass sie schwarz sind. Quotenneger. Okay, das war sehr rassistisch, sorry. Nee, die sind halt ein bisschen stärker als die Mondclans. Das ist ein bisschen, also schon deutlich... Hallo? Böse Bogenschützen sind böse. Warum? Weil sie weglaufen. So. Nicht, dass ich jetzt hier auch noch den Turm finde. Stattdessen finde ich schon den Weg weiter. Oh nein, jetzt bin ich hier reingelaufen. Da oben geht es schon wieder weiter, da will ich aber gar nicht hin. Ich könnte zwar hingehen, dann schon zum Kloster laufen, mir da das Portal holen, aber nee, will ich nicht. Da gibt es auch nur Höhle und die will ich auch zeigen. So, die sind schlechter Schamanen. Die sehen halt genauso aus wie die gefallenen Schamanen. Mit Ausnahme, dass sie blau sind. Warum sie blau sind? Keine Ahnung. Haben sie oft die Luft angehalten oder sowas in Art. Oder zu lange, eher gesagt. Ein Ring. Ist da ein Ring? Stell ich mir gerade vor. Ihr seid unsichtbar. Und ein Auge sucht euch. Das Geile daran ist, dass das Stadtportal kann überall sein. Oh, oh, ich ahne da gerade was. Vielleicht irre ich mich auch nur. Hallo, Stadtportal. Stadtportal? Ah, da ist es. Juhu. So, das hätten wir. Ah. Ausgezeichnet. Ich habe die Runen dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Okay. Ja, also ihr habt da die Monolithen gesehen, die wir das letzte Mal gefunden haben. Und in der Reihenfolge, die jetzt hier beschrieben ist, müssen wir sie berühren. Ja, damit wir eben ein Portal darin aktivieren können. Ja. Das bringt uns dann nach Tristram. Also, ihr wisst ja, was Tristram ist, falls ihr den ersten Teil gespielt habt. Wenn nicht, das war damals das Stadtgebiet, Startgebiet von Diablo 1, das einzige Gebiet im Übrigen. Und da ist der Deckard Cain jetzt gefangen und da müssen wir hin. Moment, das sieht so aus, als ob der Bogen mehr Schaden machen würde. Danke. Ja, deutlich mehr Schaden. Giftschaden im Übrigen. Cool. Genau, wir verkaufen die Schriftrolle. Oh. Ja, Angriffswert bringt uns das mehr und Angriffswert kann man eigentlich ganz ordentlich gut gebrauchen. So,
So. Level 9 müssen wir sein. Ne, 10 sind wir schon. Das geht relativ schnell hier. So, zum Filter Stones und uns jetzt die Monolithen suchen. Die müssten hier irgendwo sein. Oha. Habt ihr gerade gehört? So hört sich das an, wenn jemand vergiftet wird, diese komische... Oder so. Wenn der länger vergiftet ist, verliert er noch ein bisschen Leben nebenbei. Sehr gute Gelegenheit, um vor allem stärkere Gegner ein bisschen auszuschalten. Ja, ist praktisch. So, wo sind hier die Monolithen? Da? Nein. Mana-Erneuerung brauchen wir nicht. Ist zwar praktisch, aber trotzdem brauchen wir nicht. Hier sind nichts. Ich mache jetzt auch nur noch Deckard Cain befreien, dann beende ich auch erstmal die Folgen. Weil es lohnt sich nicht weiterzumachen. Weil ihr müsst es ja so sehen, wenn ich jetzt weitermache, muss ich quasi Akt 4 die vierte Quest machen, nämlich den Turm. Und da gibt es ziemlich viele Dungeons und das dauert, bis ich da durch bin. Und das kriege ich bestimmt nicht in 5 Minuten hin. Gucken, ob es hier unten ist. Insofern, es passt schon, wenn ich jetzt die Trister mache und dann erstmal aufhöre. Ich habe auch eine Menge geschafft dann, so gesehen. Ganz viele Dungeons haben wir hinbekommen. Wir haben sogar schon das Portal zu Schwarzmoor. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal die Stones hier finden. Wo sind da? Wir sind hier. Nehme ich gerne mit, auch wenn wir es bald nicht mehr brauchen werden. Zum Glück. Wir haben den Brunnen ausgesoffen. Scheiße. Es gibt kein Wasser mehr für die restlichen Tiere hier. Obwohl, die Tiere sind alle untot, insofern, naja. Hast du irgendwelche Stones hier gesehen? Ich glaube, sie wollte mir damit nur Seis machen, du stehst gerade vor einem. Na. Juhu. Sie fühlen sich geschickter. Cool. Vor allem, sie fühlen sich, ne? Aber sind sie in Wirklichkeit doch nicht. Ah ja, des Fühlens. Damit werde ich aufgefüllt. Geil. So, dann müssen die Stones hier unten sein. Sonst bleibt keine andere Wahl, wo die Stones sein könnten. Oder hier so eine Ecke, ne? Na, die Gegner sind eigentlich relativ schwach, insofern... Es ist mir im Prinzip egal. Hauptsache, ich finde die Stones noch rechtzeitig. Ah, da sind sie ja. Sehr gut, das haut von der Zeit her wunderbar hin. Ja, mein Widersacher ist gerade gestorben, also wollen wir mal. Gucken, ob ich ein gutes Gedächtnis habe. Ach du Scheiße, ich hab's mir echt merken können. Im Übrigen, ihr müsst nicht unbedingt die Schriftrolle hier entziffern. Also ihr müsst nicht unbedingt lesen. Wenn ihr einfach irgendwas anklickt, dann aktiviert sich ja schon. Das Problem daran ist, das könnt ihr nicht einfach so machen, ihr müsst schon mindestens die Schriftrolle einmal haben. Ansonsten könnt ihr einfach rumraten. So, das Portal nach Tristram, da gehen wir mal rein. Oha, wie sieht's denn hier aus? Welch tragisches Ende für Tristram. Ja, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. So, wieder dürfen wir es ein bisschen rum, bevor wir Deckard Cain befreien. Bringen nebenbei Sturmklinge um. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Griswold. Der war früher der Schmied hier, oder man konnte zumindest mit ihm handeln im ersten Teil. Jetzt hauen wir ihn dafür auf die Fresse. Naja, ich habe ihn mir stärker vorgestellt. Hält zumindest einiges aus. Hier gibt es aber noch was anderes, was wir uns auch holen werden. Was willst du? Ich finde es total lustig, wie die reden. Die können sogar Deutsch, die Monster. Wahnsinn. So, hier oben in der Ecke ist es nämlich, was ich haben will. Dazu will ich immer eiskalt gar nichts sagen. Da liegt nämlich wer? Würz. Mit dem konnte man auch früher im ersten Teil handeln. Hier ist er voll erschlagen worden und hat einen Haufen Kohle bei sich. Wahnsinn. Und sein Bein. Jii. Würzbein. Ja. Das Geile an dem Bein ist, das können wir als Waffe benutzen. Cool, oder? Wir behalten es einfach mal. Wir können es auch nebenbei auch nicht verkaufen, ne? Also,
Irgendwas hat sich ja damit auf sich, aber ich verrate gar nichts. Skelett-Champions umbringen. Heiltrank. Hilfe. Wir hängen da im Käfig. Es ist Deckard Cain. Moment, ich muss noch kurz das Geld einsammeln. Deckard Cain, verschwindet rasch. Das ging mir aber zu langsam. So, den Level-Up machen wir noch kurz. Hoppla. Ja, nicht ins Feuer reinlaufen. Oh mein Gott, immun gegen Feuer. Gut, dass wir das sehen. Ich habe nicht die Befürchtung gehabt, das konnte ich euch nicht erklären. Was heißt immun gegen Feuer? Ja, da, gut, das heißt, was es heißt, ne? Es gibt halt Gegner, die gibt es vor allem in Hölle sehr, sehr oft. Also quasi jeder Gegnertyp hat das. Die sind einfach immun. Also wenn man Feuerschaden an ihn macht, dann rührt das null Schaden an. Für uns wird es übel sein, wenn es heißt immun gegen Körperschäden. Weil dann können wir ihm absolut keinen Schaden zufügen. Guten Tag. Tag. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Sehr schön. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach, und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet, und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Hallo? Natürlich. Halte mal ebenso den Fürst des Schreckens auf. Sicher doch. Oha. Ihr habt euer Leben riskiert, um Cain zu retten. Dafür danken wir euch. Wir müssen unverzüglich seinen Rat suchen. Dafür kriegen wir einen Ring zur Belohnung. So, Questlogbuch. Quest 3 erfüllt. Können wir schon mit Chasi reden? Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Meinen magischen Schmiedehammer. Wenn ihr ihn mir zurückbringen könnt, werde ich mit seiner Magie eure Ausrüstung verbessern. Hört sich cool an. Was kann ich für euch tun? Werden wir auch nutzen. So, nehmen wir halt mal Cain für uns. Was zum Teufel ist das denn für ein Ring? Da können wir nicht verkaufen. So, jetzt haben wir schon Quest 5 bekommen. Das richtige Werkzeug. Kaserne. Davon wissen wir noch ja nicht, wo es ist. Und Quest 6 scheinen wir noch nicht zu bekommen. Hätte sein können, dass wir es auch schon hingeschmissen bekommen. Anscheinend aber nicht. Naja, dann. Dann machen wir noch unseren Level up. So, außerdem ist aber nichts auf Stärke. Dann sind wir Level 11, ne? Ja. Ja, ich, also defensiv auch soll ich gar nichts machen. So, was kann man machen? What the fuck? Angriff plus 75%, hört sich cool an. Schaden plus 60%, das ist cool. Das werden wir auf jeden Fall ein bisschen hochleveln. Fanatismus. Partyschaden, eine sehr gute Aura, wenn man in einer Party unterwegs ist, also in mehreren Gruppen. Des Gegners versteht sich, ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit haben. Mal kurz checken. Jawohl, schwarzen Mohammed, da machen wir demnächst weiter.
Wie gesagt, schreibt mir, falls in Schwarzwald noch ein anderer Dungeon ist, außer den Turm. Falls ja, den machen wir dann auch. Und den nächsten Part, würde ich sagen, werden wir vielleicht sogar Quest 5 sogar schaffen. Und Quest 4, versteht sich. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich glaube, in einer Woche geht's weiter oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Tschüss.